Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Einwohnermelde- und News. Sie wissen ja, alle guten Dinge sind 7, falls Ihnen das nicht gesagt wurde bisher. Es heißt immer, alle guten Dinge sind 3, das stimmt aber nicht, alle guten Dinge sind 7, deswegen auch jetzt die Episode 7. Es gibt ja auch 7 Zwerge, 7 Sünden und ich glaube, über 7 Brücken sollte man gehen. Wir haben leider nur 2 Brücken, aber das wird sich auch noch ändern, denke ich. Naja, ich würde sagen, wir starten sofort mit unseren neuen Einwohnerinnen, nicht wahr? Oder Einwohner und Innen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das heutzutage am besten sagen soll. Und ja, wir starten mit einem Herren, also einem Einwohner, einem Busfahrer. Es freut mich sehr, auch wieder ein netter Herr, der sich hier beruflich betätigen wollte. Es ist Mann Bus ÖPNV MV. Ein bisschen ein komplizierter Name, aber gut. Das ist unser lieber Herr Busfahrer. Ja, ich muss sagen, ein Hoch auf diesen lieben Busfahrer, der Sie ab sofort durch die Stadt kutschieren wird. Ja, ja. Das freut uns natürlich sehr. Ein schicker Herr, muss ich sagen. Vielen Dank, dass Sie sich hier beworben haben und auch so tüchtig arbeiten. Dann gibt es noch jemanden, der jetzt dann auf mich wartet, denn ich habe heute noch ein Date. Darauf freue ich mich schon sehr. Und der ist auf dem Stadtplatz. Er ist schon auf dem Weg zu unserem Treffen. Ich bin es nämlich nicht. Sie müssen auch nicht alles wissen, nicht wahr? Man muss sich auch mal vergnügen können. Also, wir sehen hier den lieben Briggs for Daddy oder Daddy for Briggs. Ich bin mir da immer nicht sicher. Nein, es ist Briggs for Daddy. Und er spaziert schon auf dem Weg zu unserem Date. Er hat mir sogar Blümchen mitgebracht und eine Flasche Wein. Ich hoffe, es ist ein Welsch Riesling, nicht wahr? Das ist ja mein Lieblingswein, aber ich bin mir da recht sicher. Also auch herzlich willkommen und wir sehen uns gleich. Ich freue mich. Und danke für die Figur natürlich, lieber Briggs for Daddy. Dann bitte ein kurzer Schwenk auf den Bahnhof hier drüben. Genau, da haben wir nämlich den Sherman Modell Fan. Und das ist dieser Herr hier mit dem dunkelbraunen Haaren. Der wartet hier am Bahnsteig. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er hat sich einen Rucksack auf den Rücken geschnallt. Ich denke, er ist wohl unterwegs zum Wandern. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es freut uns sehr, Herr Sherman Modellfan, dass Sie hier sind und auch Teil unserer Briggs Go Wild Wild City werden wollten. Danke auch für die Aufklärung. Was ich nämlich nicht wusste, Sie kennen sicher schon den Koch, der mit dem Steak unterwegs ist, wo ich ja nicht weiß, warum der hier rausrennt. Und es hat sich endlich der Mann bei mir gemeldet und ich weiß jetzt, wie der Mann heißt. Und das ist nämlich der Herr Alexander Rumpf-Luyten. Bitte, wenn Sie mir folgen möchten, er ist hier vor dem Chez Albert und Sie wissen aus dem 4000 Abonnenten Spezial, dass das mein Lieblingsrestaurant ist, ja? Und das ist dieser Koch, der ja eigentlich ganz gut kochen kann. Warum er da mit meinem Steak, das ich jetzt dann eigentlich bei unserem Date mit Briggs for Daddy essen wollte, wegläuft, weiß ich leider nicht. Die Hündchen sind auf jeden Fall ihm auf den Fersen. Ja, ich hoffe, das hat einen Grund und ich hoffe auch, dass ich dann mein Steak bekomme, denn zu einem Welsch Riesling passt ja am besten ein Steak. Naja, gut. Ich freue mich schon wirklich auf dieses Date. Ich hatte schon seit Jahren kein Date mehr, deswegen, Sie merken, ich bin etwas aufgeregt, aber das ist nun mal so. Glaubt der Frau kein Wort. Dann bitte doch, ja? Also keine Unerhörtheiten, sonst fliegen sie aus der Stadt und das wollen sie ja nicht, nicht wahr?
Ein anderer, der auch, glaube ich, jetzt leider wieder aus der Stadt fliegen wird, er ist gerade erst eingezogen und schon hat er sich so miesepetrig verhalten, dass er gleich wieder rausfliegt, ist Brick Fiction World. Ja, was soll man dazu sagen? Sie haben vor kurzem den Herren gesehen, der über die Brücke spaziert. Jetzt ist wieder so etwas Schreckliches passiert. Sie sehen es hier, die Polizei ist schon hier. Brick Fiction World, ja. Er wollte im Piratenkostüm mit einem Zauberstab, den Zauberstab sieht man, glaube ich, auch, wollte er den Metroliner fahren. Das geht natürlich nicht. Sie sehen es hier, der Metroliner hat zum Glück endlich wieder einen richtigen Zugführer. Man kann hier nicht einfach in so einem inakzeptablen Outfit damit fahren. Und natürlich, zum Glück dieses Mal, ist die Polizei schon vor Ort und hat ihn festgenommen. Sie sehen es. Ja, ich meine, das muss man sich einfach vorher überlegen. So eine Aktion wird natürlich nicht akzeptiert in Wild City. Ich hoffe, das ist Ihnen nun bewusst, lieber Herr Brick Fiction World. Nicht wahr? Wir werden sehen, was die Strafe für so etwas ist. Aber ja, nach meinem Date. Ja, gut. Also, dann kommen wir noch auch zu einem Lokführer, der wenigstens sich passabel angezogen hat. Über die Frisur lässt sich streiten. Ich weiß nicht, was mit den Leuten heutzutage los ist, ja. Die müssen alle hier etwas aufmüpfig sein, aber gut. Ich bin ja noch von der alten Schule, ja. Also ich hätte ja da das nicht so akzeptiert, aber gut. Er ist eingestellt worden als Lokführer und Sie sehen ihn hier, den lieben Christian Nanaki Red 13 auch genannt. Und er wartet hier am Güterbahnhof auf die Ablöse. Er möchte nämlich dann weiterfahren. Ich glaube, er will dann mit dem Santa Fe weiterfahren, den Sie hier hinten auf der Brücke sehen. Ach, die Brücke biegt sich auch schon durch. Ach, Mensch, das ist natürlich nicht ideal. Aber gut, ich hoffe, dass der da drüber kommt und der dann, der liebe Christian, dann eben den Lokführer spielen darf. Genau. Dann kommen wir zum Vergnügungspark. Ich sage Ihnen ja immer, ich arbeite extrem viel. Normalerweise platzieren wir circa 8 Personen, ja, in unserer Stadt. Dieses Mal hat es alles überhand genommen. Man muss das einfach mal hier so sagen. Wir haben so eine große Gruppe, die sich hier beworben hat in unserer Stadt. Und ich dachte mir, ach, ich bin mal nicht so, ja, weil es ja Bauarbeiter sind. Und Sie wissen, bei dieser Größe der Stadt braucht man viele Bauarbeiter. Und Sie wollten dann unbedingt sich im Freizeitpark vergnügen. Ich hoffe sehr, dass Sie dann später wieder an die Arbeit gehen. Und ich habe Ihnen gestattet, sich schon im neuen Teil, der gerade in Arbeit ist, von der Piratenlagune sich zu vergnügen. Und Sie sehen, Brick Ursel und der Bautrupp. Also meine Bitte, meine Herren, Sie dürfen, beziehungsweise meine Herren und eine Dame ist auch dabei. Sehen Sie hier vorne, ja. Sie dürfen gerne hier eine Runde fahren, sich auch ein bisschen vergnügen, aber bitte dann wieder später an die Arbeit zurück, denn wir wollen ja Arbeiter haben und nicht nur Arbeiter, die sich auch hier vergnügen. Das ist natürlich nicht okay. Auf jeden Fall eine Riesengruppe, diese 19 Mann hoch. Ich muss schon sagen, also bitte in den nächsten Bewerbungen kleinere Gruppen bitte sich bewerben, denn das hat mich einfach schon mindestens 2 Tage von meiner freien Woche gekostet. Aber kommen wir zu einem süßen Pärchen, die sich zum Glück nur zu zweit beworben haben. Die liebe Kollegen von uns, ich muss sagen, ach, also ein sehr, sehr nettes Pärchen, sehr nettes Pärchen. Ich muss noch mal nachsehen. Ach ja, sie nennen sich Joy Force. Ja, große Star Wars Fans. Dadurch, dass wir aber kein Star Wars Land haben, habe ich diese beiden lieben Kollegen hier vor dem Disney-Schloss platziert. Ach ja, mein Kollege hat hier ein paar Schwierigkeiten, dass er das hier gut filmt. Ich sag's Ihnen, es ist nicht einfach. Sie sehen sie hier von hinten, mein Kollege
wird sie auch von vorne zeigen. Moment, och, hier ist es drüber beugen. Ich darf bei diesen Videos gar nichts mehr sagen. Nein, bitte nicht. Nur mehr der Assistent hinter den Kulissen. Sie wissen, dass das sonst immer in einem Desaster endet, wenn Sie anfangen zu reden, und das möchte hier wohl keiner, nicht wahr? Das können Sie dann wieder in Ihren eigenen Videos, aber bitte nicht in meinem professionellen. Genau, also Joyforce, unsere lieben Kollegen, herzlich willkommen in Wild City, herzlich willkommen in unserem, wie Sie es nannten, Mickey Mouse Park. Ich, ja, akzeptiere das mal, es ist eigentlich der Disney Park, aber gut, manche nennen es auch Mickey Mouse Park. Wir wollen jetzt mal nicht so sein. Gut. Und dann haben wir noch eine Dame. Da werden sich jetzt die Männer freuen. Ich habe mich nicht so sehr darüber gefreut, muss ich sagen. Eine Dame hat sich beworben bei uns und die macht etwas, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Es wird oftmals als Sport tituliert. Ich bin mir nicht sicher, ob es unter Sport fällt, aber gut, wir schauen uns das mal an. Bitte, lieber Herr Kollege, könnten Sie das wieder übernehmen? Ich kann nicht reden und Kamera führen, das geht nicht. Ja, sie macht quasi Sport. Die Männer wird's freuen. Eine Dame an der Stange. Also ich muss ja sagen, zu meinen Zeiten hat man das noch ja nur in so Rotlichtvierteln gesehen. Aber gut, heutzutage, man weiß ja nicht, diese Jugend, sie macht ja alles Mögliche. Und das ist die liebe Vanessa, die hier im Hinterhof des Hauses an der Stange tanzt. Pole-Danze, hat man mir gesagt, nennt man sowas. Naja, gut, ich meine, etwas spärlich bekleidet, aber solange es sich hier in Grenzen hält und im Hinterhof nur stattfindet, ist das für mich okay. Aber bitte, ja, die Kinder sollten das bitte nicht sehen. Ja, also das ist nicht akzeptabel, aber gut. Wir mögen unsere liebe Vanessa, deswegen haben wir gesagt, es ist ausnahmsweise in Ordnung. Ich bin fertig. Es freut mich, dass Sie auch bei Folge Nummer 7 mit dabei waren. Wenn Sie bei Folge Nummer 8 mit dabei sein möchten, dann bitte melden Sie sich. Ich habe noch ein paar hier ausstehen, aber ja, nachdem es eben solche Leute gibt, die Pole-Danze machen, und ich möchte ja eigentlich eher tüchtige Leute haben, also wenn Sie sich als tüchtige Einwohner bewerben möchten, dann bitte machen Sie das, dann werde ich Sie auf jeden Fall vorziehen, denn ja, sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als solche Leute auch mit in die Stadt zu nehmen. In dem Sinne vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Ach nein, ich habe ja mein Date. Ach, ich muss mein Date. Tschüssi. Tschüss.